Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul. Ich war wieder beim Rewe einkaufen und beziehungsweise habe einkaufen lassen und zeige euch jetzt mal eben schnell, was wir alles gekauft haben. Einmal musste hier diese Wagner Salami Pizza mit. Ich habe die jetzt schon aus der Verpackung raus und in den Gefrierer. Dann kam hier diese Kids-Box, so eine Mix-Eis-Mischung. Da ist einmal dieses Kaktuseis drin und hier eins von diesem Meloneneis oder was das ist. Die waren irgendwie ein bisschen geizig, fand ich. Dann hole ich noch schnell Tiefkühlgemüse. Da kam hier von dieser Tiefkühlgemüse-Mix zweimal mit. Kann man super in die Pfanne hauen und auch Gemüsereis oder sowas machen. So, dann haben wir hier eine fette Wassermelone. Also mit dem Ding könnte man jemanden erschlagen, der hat bestimmt 5 Kilo oder mehr. Ups, bleib liegen. Aprikosen. Ich sag diese hier ja am liebsten, ich weiß nicht, sind das, nee, das sind Aprikosen. Ich verwechsel das immer. Pfirsich, Aprikosen. Das hier ist zum Beispiel Pfirsich. Ein bisschen gammelig schon, muss man essen. Und das sind Aprikosen. Ich verwechsel die irgendwie immer. Sehen ja auch fast gleich aus, außer die einen sind größer und die anderen kleiner. Dann haben wir zweimal hier Erdbeeren. Eine Schale ist schon halb leer gegessen. Die schmecken auch ziemlich gut, sind relativ süß, sind aus Deutschland. Einmal Pepperoni-Chips. Ich weiß nicht, ob die neu sind. Ich habe die noch nie gesehen. Wollte eigentlich auch gar keine Chips, aber mein Schatz wollte mir was Gutes tun. Was Gutes für die Figur oder auch nicht. Dann haben wir noch Brot gebraucht. Das ist hier wie immer dieses Bauernbrot, was wir immer kaufen. Ja. Ich finde, man kann es essen. Gibt auch besseres Brot. Aber ich sollte mal wieder selber backen. Das wäre mal eine gute Idee. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Lust auf ein Brotbackvideo habt. Dann kam einmal Schinkenstreifen mit. Da machen wir Rührei mit Bacon. Ich zeige euch das jetzt aus dem Kühlschrank raus, weil der Einkauf ist schon ein bisschen länger her. Dann haben wir hier von Bürger diese Maultaschen, diese stinknormalen. Es gibt auch diese gerollten, die schmecken mir persönlich nicht so gut. Andere feiern die voll. Ich finde, mir schmecken die besser. Ich mag auch die selbstgemachten nur in der Brühe und nicht angebraten. Keine Ahnung warum. Schmeckt mir einfach nicht. Dann musste von Dani Sahne dieser Pudding hier mit. Ich hatte da voll Bock drauf und der war natürlich im Angebot. Deshalb einmal das da. Dann kam hier von Skyr dieser Vanillejoghurt mit. Da werde ich mir morgen früh zum Frühstück eine Schale Erdbeeren mit diesem Joghurt hier machen. Mega, mega, mega lecker. Freue ich mich schon drauf. Ich bin mal gespannt, wie der Skyr-Joghurt schmeckt, weil Vanille habe ich, glaube ich, noch nicht gegessen. Und Skyr ist eigentlich nicht so mein Fall, weil man da das Protein so rausschmeckt. Aber mal gucken, wie der schmeckt. Dann haben wir hier noch einmal diverse Wurst. Sorten. Einmal Leberkäse, den finde ich ganz lecker. Dann haben wir hier nochmal Hähnchenbrust für aufs Brot und nochmal Bacon. Dann hier Quark. Einmal ist es, glaube ich, fett reduziert und einmal mit 40%. Kann auch sein, dass es jetzt umgekehrt ist.
Ja, das ist der 20%, das hier ist der 40%, den isst mein Freund lieber. Hier schmeckt da eigentlich kein Unterschied, aber ist halt mehr Fett drin, deshalb mag ich eigentlich den Magerquark lieber. Was haben wir noch? Ach genau, dann haben wir einmal von Kerrygold diese gesalzene Butter, die essen wir ganz gern aufs Brot. Dann war mein Schatz noch auf dem Markt und hat hier einmal Peperoni mitgebracht. Vom Griechen oder Türken, ich weiß nicht genau, was das ist. Dann hier lecker Schafskäse mit ordentlich Knoblauch obendrauf. Ich kann euch das nicht so zeigen, weil das sonst vielleicht raussifft. Und hier sind dann nochmal Peperoni. Die sehen jetzt aus wie die anderen, aber diese mit so einer, weiß nicht, Frischkäse- oder Schafskäsecreme gefüllt. Schmecken auch verdammt lecker zum Brot oder auch zum Grillen. Dann haben wir hier noch einmal Emmentaler Käsescheiben. Die mache ich mir ganz gern aufs Brot, aber kennt ihr ja schon. Das war's. Also war nicht sehr viel, aber für unsere Verhältnisse schon viel, weil wir eigentlich nicht so viel essen. Ja. Also wenn euch das Video gefallen hat, lasst wie immer einen Daumen nach oben da und einen Kommentar. Auch gerne Videovorschläge, was ihr gerne sehen möchtet. Und vergesst nicht den Abonnieren zu Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.